Ja, hallo zusammen hier bei Akigraphie Live. Freue mich, euch zu sehen. Ja, das Silbertablett ist serviert. Voll mit tollen neuen Kameras. Das Jahr 2019 steht vor der Tür und die Fotokina ist rum. Und was soll ich mir 2019 an Kameras kaufen? Es gibt so viel geiles Zeug. Und da habe ich den ultimativen Tipp für euch. Keine. Tja, an der Stelle habe ich jetzt wahrscheinlich schon die meisten meiner Zuschauer verloren, weil sie sich tatsächlich eine Kaufberatung erhofft haben. Nee, ich muss ja wirklich enttäuschen. Ich mache in dieser Folge keine Kaufberatung für Kameras. Ich bringe euch was anderes, was euch aber, würde ich mal sagen, mehr nutzt. Es bleibt wirklich dabei, ihr kauft euch bitte 2019 an Kameras nichts. Nichts. Das Wort heißt nichts und nicht nüschts. Da ist kein Ü und kein Sch, das heißt nichts. Na gut, okay. Und warum kauft ihr euch keine neue Kamera? Ich behaupte aus eigener Erfahrung, erinnert euch bitte an die letzte Folge, wo es vornehmlich um Erfahrung geht, dass eine neue Kamera eure Fotografie nicht signifikant verändern wird. Und ich möchte euch das in dieser Folge beweisen. Es gibt nur einen Grund, warum ihr euch eine neue Kamera kaufen sollt 2019, wenn die alte kaputt ist. Und genau das ist bei mir passiert. Und jetzt muss ich mal die Katze aus dem Sack lassen. Ich fotografiere und filme, das weiß bis jetzt noch keiner, wirklich niemand, seit ungefähr war 4 Wochen mit einer brandneuen Kamera. Warum? Weil meine Sony Alpha 6300, das war meine Hauptkamera, es war sie, jetzt ist es die, die mich jetzt im Moment gerade filmt, ja, in die Jahre gekommen ist und einfach fertig ist. Ja, fleißige Abonnenten meines Kanals wissen, dass ich meine Kameras mehr als Handwerkszeug begreife. Ich bin nicht so ein Fotograf, der seine Kamera mehr liebt als seine Freundin. Ja, also es ist halt einfach so, die Einstellrädchen sind mittlerweile wirklich schwer zu bedienen. Der Sensor bräuchte einfach eine dringende Überholung. Es ist einfach ganz schrecklich, wie der mittlerweile aussieht. Und was halt eben auch ist, ich vlogge mit meiner Sony Alpha 6300. Ich habe die meisten meiner YouTube-Folgen mit dieser Kamera gedreht und es ist einfach ein unheimliches Ärgernis, wenn diese Kamera so schnell überhitzt, vor allem eben an so Tagen, wo es warm war, jetzt so in den letzten Wochen, wo es einfach sehr warm war oder wenn ich indoor irgendwo gefilmt habe und eben nach wenigen Minuten fängt das Ding dann schon zu überhitzen. Das ist so ätzend und dementsprechend habe ich mir gedacht, so und jetzt wird es tatsächlich Zeit. Und bevor ich euch jetzt tatsächlich sage, welche Kamera ich mir gekauft habe, und das soll wie gesagt jetzt auch euch zeigen, warum ich eben euch nicht empfehle, eine neue Kamera zu kaufen. So widersprüchlich wie das jetzt klingt, schaut euch erstmal die folgenden zwei Videos an. Ich zeige euch zwei Making-ofs von Fotoshootings und zeige euch Bilder daraus. Und danach reden wir mal drüber, was sich tatsächlich verändert hat.
nach diesen zwei kleinen Making-ofs hat vielleicht der ein oder andere Abonnent schon erkannt, mit was ich fotografiere. Und jetzt lasse ich tatsächlich die Katze aus dem Sack. Ich habe eine Panasonic G81 gekauft. Und diese Kamera hat mittlerweile fast 3 Jahre auf dem Buckel. Also ich habe sie nicht gebraucht gekauft, aber neu. Aber rein vom technischen Stand ist sie aus der Zeit Ende 2015, Anfang 2016. Und jeder würde wahrscheinlich jetzt sagen, sag mal, Aki, geht's noch? Du hast eine neue Kamera gekauft. Das heißt, du kaufst eine Kamera, die ist fast 3 Jahre alt. Warum? Und das ist das. Das ist der zentrale Inhalt von diesem Video. Ich behaupte, mit dieser Kamera mache ich exakt die gleichen Bilder wie mit meiner Sony Alpha 6300 und mit der Panasonic G9, die ich vor einem halben Jahr getestet habe, die auf der Höhe der Zeit ist. Und um das nochmal klarzustellen, zeige ich euch jetzt ein Bild von der G81. Und daneben stelle ich jetzt das Bild der Sony Alpha 6300. Vom unterschiedlichen Motiv mal abgesehen. Ihr seht schon, auf was es vielleicht herausläuft. Jetzt zeige ich euch nochmal ein Bild aus der G81 und ein Bild von der aktuellen G9. Und jetzt seht ihr, die Bilder sind annähernd gleich. Und ich rede nicht von Bildqualität. Bildqualität ist ein subjektiver Eindruck. Und schaut mal in meine Folge rein, Bildqualität. Da erkläre ich das mal, warum Bildqualität abhängig ist von demjenigen, der es betrachtet und die Ansprüche an die Bildqualität hat. Ich habe mir keine neue Kamera gekauft wegen der Steigerung der Bildqualität, die in irgendeiner Form im Rauschen irgendwie messbar wäre oder in höherer Auflösung. Und das ist das, warum ich sage, Leute, ihr braucht euch keine neue Kamera kaufen. Wie gesagt, nur wenn eure alte Kamera kaputt ist, kauft ihr euch eine neue Kamera. Aber dann überlegt euch, ob es nicht sinnvoller wäre, das Geld in andere Dinge zu investieren, als in eine neue Kamera, die ein Schweinegeld kostet. Und im Grunde genommen euch nicht viel mehr erlaubt. Seid mal ehrlich, was bieten diese neuen Kameras? Gut, angenommen, ihr kauft jetzt eine Vollformatkamera und habt vorher eine MFT-Kamera gehabt, dann werdet ihr feststellen, okay, es rauscht deutlich weniger und ich kann in Lowlight ein bisschen mehr rausholen. Wenn ihr Filmer seid, werdet ihr vielleicht mit 60 Frames pro Sekunde filmen können, anstatt nur mit 30 in 4K oder kleine andere Gadgets und Goodies. Das sind alles so Sachen, die kann man tatsächlich in seine Überlegungen mit einziehen. Aber versucht mal ein Gedankenexperiment. Überlegt mal, wie ihr fotografiert und was ihr fotografiert. Diese Dinge, die ihr fotografiert, geht ihr immer, immer in derselben Art und Weise an. Wenn ihr People-Fotograf seid, wie ich, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ihr seid Hochzeitsfotograf, dann werdet ihr euren Bildstil haben. Wenn ihr Porträtfotograf seid, werdet ihr euren Bildstil haben und ihr werdet den nicht verändern wegen einer neuen Kamera. Und ihr werdet keine Steigerung feststellen, außer einer, sagen wir mal, 10-20-30%igen Steigerung der Bildqualität, die aber euer Kunde niemals sehen wird, sondern ihr nur bei einer 100% Ausschnittsvergrößerung in Photoshop. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte euch diese neuen Kameras nicht ausreden. Ich möchte euch nur auf den Gedanken bringen, ob es vielleicht sinnvoller wäre, eine Kamera zu kaufen, die euch einfach nur liegt und das ermöglicht, was ihr braucht und das Geld, das ihr übrig habt, für andere Dinge investiert. Und weil eben die G81, weil es jetzt die G9 gibt und einen Haufen andere Kameras im Moment im Preis ziemlich gefallen ist, habe ich ein ziemlich gutes Schnäppchen gemacht mit der Kamera, habe eine völlig neue Kamera und habe jetzt aber noch Geld auf der Seite. Und mit diesem Geld möchte ich Dinge kaufen, und das empfehle ich heute auch euch, die eure Fotografie tatsächlich verändern werden und euch weiterbringen werden. Und das ist viel mehr wert als ein toller, neuer, geiler Kamerabolide, wo irgendein schicker, toller Name draufsteht oben. Also, was kauft ihr euch? Klarer Fall, gute Objektive. Was denn sonst? Die guten Objektive ermöglichen euch, wenn ihr es tatsächlich auf Bildqualität abgesehen habt, eine deutliche Steigerung und viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn euch das neue Objektiv eine Anfangsblende von 1.2 ermöglicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Was kann man sich noch kaufen? Blitze. Fotografie mit Blitzen ermöglicht euch eine völlig veränderte Lichtstimmung, ermöglicht euch in Bereichen zu fotografieren, wo ihr früher mit eurer Kamera gar nicht hingekommen seid. Wenn ihr immer am Jammern wart und gesagt habt, ich muss die ISO auf 3200 hochdrehen und es rauscht ohne Ende, weil ich komme einfach nicht, ich schaffe es nicht, ich habe zu wenig Licht, dann blitzt, hält einfach nur ganz klassisch
euer Motiv auf mit einem Blitz. Oder, und das ist halt eben das, was ich unter Blitzen verstehe, schaut mal in meine Folge, warum Blitzen einfach besser ist, rein. Ihr könnt mit Blitzen eure Lichtsituation so verändern, wie ihr es gerade wollt. Ihr könnt nicht nur aufhellen, ihr könnt eine Sonne simulieren, ihr könnt Streiflichter, ihr könnt Effektlichter machen, ihr könnt eure gesamte Porträtfotografie als Porträtfotograf verändern. Was eure Fotografie auch verändern wird und auf das nächste Level heben wird, ist Bildbearbeitung. Investiert in Photoshop. Das ist nicht viel, das kostet 12 Euro im Monat. Und da habt ihr immer noch Geld übrig. Fangt an, Workshops zu besuchen und mit Photoshop eure Bilder zu verändern. Ich rede nicht von Kunstwerken oder Totalveränderung. Ihr sollt eure Out-of-Cam-Liebe nicht aufgeben. Aber Photoshop wird euch ermöglichen, in gewissen Dingen die Dinge zu verändern, die ihr mit eurer Kamera nicht könnt. Und das ist eine Investition, die steht in keinerlei Verhältnis. Wenn ich eine Kamera kaufen muss für 3000 Euro, nur um diesen Effekt zu erzielen, anstatt 12 Euro im Monat auszugeben, also ich finde, das ist tatsächlich eine Überlegung wert. Und für mich als praxisbezogener Fotograf sind die Dinge, die mir das Leben erleichtern, in der Fotografie, im täglichen Umgang mit der Kamera, viel wichtiger als eine Kamera, die jetzt 60 Bilder pro Sekunde kann, anstatt nur 30 bei 4K. Und das sind teilweise echt Kleinigkeiten, die aber den Fotografenalltag erleichtern und die echt Spaß machen. Schaut mal zum Beispiel auf die Seite enjoyyourcamera.com rein. Das ist so eine Seite, wo es vorne nämlich Ausrüstung gibt für die Kamera. Also da gibt es auch Sachen, an die denkt man teilweise gar nicht, dass es sowas gibt und denkt sich, genial, sowas muss ich haben. Ja? Also von Gürteln, Stativen, Sachen, die, also Taschen, Dinge, die einfach das Fotografenleben erleichtern. Und da kann man auch mal ganz schnell Geld ausgeben, wenn man das und das und das und das noch zusammenkauft. Aber das ist dann eine Ausrüstung, die nimmt man mit und dann hat man viel mehr Spaß in der Fotografie. Anstatt einfach nur sich zu beschränken auf technische Dinge, die die Kamera leistet. So, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich möchte jetzt noch ein, zwei Sätze darüber verlieren, wo ich mich hier eigentlich befinde. Wahrscheinlich hat sich der ein oder andere schon gefragt, sag mal, wo zum Geier ist der hier eigentlich, an irgendeinem alten Bretterverbau oder was ist das? Aber das hat wirklich auch was mit diesem Video zu tun. Ich habe das große Glück, an einer schönen Fotolocation zu wohnen. Also ich wohne natürlich hier nicht in diesem Bretterverbau, aber ich wohne in einer alten Spinnfabrik, also in einem Neubau. Und die alte Spinnfabrik, die steht noch. Und das sind 100 Jahre alte Gebäude, wo es wirklich, das ist ein Paradies für einen Fotografen. Und deswegen meine ich, ich gehe gerne mit meiner jetzt neuen Kamera hier raus und suche Motive. Ich möchte fotografieren und ich möchte lernen, wieder Motive zu finden und etwas Schönes zu entdecken. Und ich möchte eben nicht etwas lernen, was die Kamera mir vorgibt. Guck mal, das kann die neue Kamera, sondern ich möchte ganz klassisch fotografieren. Und dann tut es wirklich. Eine Kamera, die auch 3 Jahre alt ist. Und das möchte ich euch zum Schluss nochmal mitgeben. Geht raus und fotografiert. Macht euch nicht so viel Sorgen darüber, dass es Kameras im Moment gibt, die wirklich alle Rahmen sprengen und die alle möglichen Sachen erlauben. Seid ehrlich, im Regelfall nutzt ihr diese neuen Dinge, die diese Kamera können, kaum. Und selbst wenn, werdet ihr auf Dauer auch daran gewohnt. Und dann kann es durchaus passieren, dass nach einem Jahr schon wieder die nächste Kamera her muss, weil die wieder irgendetwas anderes Neues, Tolles bietet. Vielleicht habt ihr Spaß daran an diesen neuen technischen Gadgets, aber besser fotografieren werdet ihr damit nie. In diesem Sinne, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Bis bald mal wieder. Man sieht sich. Ich wünsche euch gut Licht. Ciao, ciao. Euer Aki.